Mai 1944. Noch ist Frankreich von deutschen Truppen besetzt. Während im Osten schon die großen Rückzüge begonnen haben, scheint die Stellung Deutschlands im Westen noch gefestigt. Vom Kanal bis zu den Pyrenäen zieht sich der Atlantikwall. Aber seine Betonbunker verlieren sich in der weiten Landschaft. Die Küsten Frankreichs sind zu lang, um sie zu verteidigen. Nur eine Frage bewegt die Welt. Wann kommt der Tag der Invasion? Frankreich bangt ebenso, wie es hofft. Paris scheint ruhig, friedlich, wie immer. Aber die Ruhe täuscht. Unter der Oberfläche brodelt es. Ein ganzes Land wartet leidenschaftlich auf die Stunde seiner Befreiung. Nie war die französische Widerstandsbewegung aktiver, aber auch nie die deutsche Abwehr erbitterter. Der Krieg im Dunkeln, der unterirdische Krieg der Geheimdienste, ist im vollen Gange. Der kommt nicht mehr. Der ist längst gewarnt. Warum hat sie denn den Platz zum Eingang gewechselt? Die weiß, was für sie auf dem Spiel steht. Warum macht sie es mit? 8 Tage Gefängnis haben sie reich gemacht. Henri, Gestapo! Halt! Was wollen Sie? Kommen Sie mit. Halt, keine Dummheit. Kommen Sie. Ich komme in einer Stunde wieder. Fürstenwert. Bitte melden Sie mich bei Herrn General Quaden. Jawohl, Herr Hauptmann, ich rufe sofort an. Ihre Anmeldung? Hauptmann Fürstenwert meldet sich zum Herrn General. Großartig. Da habt ihr ihn ja endlich, den berüchtigten André. Hinterher! Halt stehen bleiben und ich schieße! Warum haben Sie nicht geschossen? Sie haben doch eine Pistole. Ich wusste nicht, dass man hier auf Zivilisten schießt, Herr Oberst. Ich will Ihnen was sagen. Hier in Paris würde sich das lohnen. Der Herr General wird bitten. Ich bitte den General, die Sitzung nicht zu vergessen. Ich weiß. Aber ein paar Minuten habe ich noch. Ja, grüß dich Gott, mein lieber Junge. Danke. Ich melde mich zur Stelle, wie du siehst. Ich freue mich. Ein Wiedersehen nach 3 Jahren Russland ist ja nicht selbstverständlich. Unkraut vergeht nicht. Du hast doch bestimmt deine Hand im Spiel gehabt bei der Versetzung nach Frankreich. Ein bisschen schon. Aber Frankreich ist nicht mehr zum Ausruhen. Die Invasion kommt und sie wird hart. Härter als Russland kann es eigentlich nicht mehr werden. Das weiß ich nicht, mein Junge. Stimmt es, dass ich eine Panzerabteilung kriege? Ja, aber ein paar Tage hast du noch Zeit. Und da will ich was von meinem Neffen haben. Wo ist dein Gepäck? Noch auf dem Bahnhof. Dann lass es holen. Ein Anzug ist von deiner Mutter schon gekommen. Mein Bursche fährt dich zu mir nach Hause. Hol dich aus, mach dir's bequem. Wir sehen uns dann heute Abend. Kleinschmidt soll vorfahren. Ich hab noch zu tun. Sind Sie bereit, Quader? Ja. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Wir müssen es durchsetzen, gerade. Wir müssen es einfach. Bitte Türen schließen. Meine Herren, alleiniger Zweck dieser Sitzung ist, einen Vortrag des Herrn Generals Quade anzuhören,
der sich mit den Gründen auseinandersetzt, die gegen den vom Führerhauptquartier befohlenen Plan der Verteidigung Frankreichs sprechen. Bitte, Herr General. Verzeihung, Herr Generaloberst. Heißt das, wir treten über bereits ergangene Befehle in eine Diskussion ein? Möglicherweise, Herr Oberst, sind die Tatsachen, die wir gleich hören werden, nicht allgemein bekannt oder werden nicht richtig beurteilt. Das Führerhauptquartier ist weit weg. Wir sind näher. Und ich halte es für meine Pflicht. Ja, ich glaube, dass man von uns erwartet, die Tatsachen zu sehen, wie sie sind. Oder irre ich mich? Nein, natürlich nicht. Bitte, Herr General. Nach allen Berichten, die uns vorliegen, steht die Landung der Alliierten kurz bevor. Wir sind im Besitz einer fast lückenlosen Aufstellung der in Südengland bereitgestellten Division. Wir kennen ihre Ausstattung, ihr Material und die Möglichkeiten für ihren Nachschub. Wir wissen, wo die Invasionsschiffe zusammengezogen sind und wir kennen jeden Feldflughafen, von dem aus Bomber und Jäger starten werden. Ich habe diese Aufstellung vervielfältigen lassen. Sie liegt vor Ihnen auf dem Tisch. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch. Und Sie werden mit mir überzeugt sein, dass es sich um die größte militärische Bereitstellung handelt, die die Kriegsgeschichte kennt. Bange machen gilt nicht. Am Tage X werden Tausende von Bombern den Küstenstreifen bombardieren, den sich Eisenhower für die Landung aussucht. Wir werden ihn nicht daran hindern können, denn er hat die absolute Luftüberlegenheit. Eine Gewissheit können wir jedenfalls haben, meine Herren. Sie werden landen. Und wir werden sie nicht daran hindern können. Unsere Küstendivisionen? Werden in den ersten 24 Stunden nicht mehr existieren. Sie werden einfach nicht mehr da sein. Wir können mit dem Verlust von mindestens 3 Divisionen rechnen. Erlauben Sie mir ein paar Worte grundsätzlicher Art. Wir sind Schachspielern vergleichbar. Die geschlagenen Figuren dürfen uns nicht kümmern. Wir wollen das Spiel gewinnen. Aber wenn sie uns genommen werden, müssen wir wissen, wozu. Wir verkaufen das Leben unserer Soldaten. Und an uns liegt es, ob billig oder teuer oder umsonst. Verzeihen Sie mir diese Abschweifung. Wir verlieren mindestens 3 Divisionen, wenn wir die derzeitigen Verteidigungspläne beibehalten. Eine erfolgreiche Verteidigung kann nur aus der Tiefe des Raumes erfolgen. Diese Pläne liegen vor, wurden aber vom Führerhauptquartier abgelehnt. Hübsch hier. Wir hatten hier früher gewohnt. Irgend so ein Franzmann, der abgehauen ist, Herr Hauptmann. Vermietet hat er uns das nicht. Jedenfalls hat er Geschmack. Und guten Cognac. Wollen Herr Hauptmann mein Gläschen? Nein, danke, Kleinschmidt. Aber ein Bad und meinen Zivilanzug. Ich will mir mal ein bisschen Paris ansehen. Wenn ich da Herrn Hauptmann mal helfen darf mit ein paar Adressen. Ich weiß ja immer, wo die Herren hingehen, nicht? Nein, danke, Kleinschmidt. Ich will mir wirklich bloß die Stadt ansehen. Seit 3 Jahren bin ich nicht mehr in Paris gewesen. Ach, Herr Hauptmann, da werden Sie sich wundern. Paris ist nicht mehr das, was das mal war. Paris ist, das sage ich immer, wie ein Bett, aus dem Sie jetzt langsam die Matratzen raustun. Meine Herren, ich bin beauftragt, wiederzugeben, was man mir im Führerhauptquartier gesagt hat. Man hat dort eine völlig andere Auffassung. Man hält sie dort für kluge, geschulte Taktiker, für Rechner in einer Sache, in der nicht mehr gerechnet werden darf. Für Leute, die Gewehre nur zusammenzählen. Verzeihen Sie, wenn ich wörtlich wiederholte. Es muss gekämpft werden, wann und wo immer gekämpft. Ob Sie von der See kommen oder aus der Luft. Der Empfang muss heiß sein, glühend heiß. Wir müssen Ihnen das Herz abkaufen und das so schnell wie möglich. Das ist dynamische Kampfführung. Von der, widerwörtlich, deutsche Generalstabsoffiziere so wenig Ahnung haben. Ich höre, fallen Sie, Herr Oberst, morgen für 2 Tage ins Führerhauptquartier. Ich möchte Sie bitten, den Bericht des Herrn Generals Quade vorzulegen. Im Namen aller Herren? Ich glaube kaum, dass irgendjemand hier in diesem Raum anderer Meinung ist. Außer Ihnen, selbstverständlich. Ich danke Ihnen, meine Herren. Kommen Sie mit, Quade. Ist ja Unsinn, das Ganze. Ich mache mich ja lächerlich. Das muss man sich nun anhören. Dieses Gestammel, dieses Geschwätz, diese Borniertheit, dieses hirnverbrannte Zeug. Wir haben schon gewusst, wen Sie uns herschicken. Ja, und es ist doch so, Quade. Wir irren uns doch nicht. Das bedeutet doch Mord an Divisionen. Man kann doch nicht sagen, Soldaten sind nur Soldaten. Das sind doch auch Menschen. Väter von Kindern, Männer, die Frauen haben, Mütter, Familie. Ja, und das sollen wir gleichgültig sein? Ich kann nicht warten. Ich kann das nicht mitmachen. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht mehr schlafen. Es wird 4 Uhr, 5 Uhr morgens gerade. Ich kenne jede Turmuhr von Paris, weil ich sie schlagen höre. Und denke, denke. Nichts anderes kann ich tun als nachdenken. Befehle soll ich durchführen.
und weiß, was Sie auch wissen, Quade, dass Sie sinnlos sind. Dass es nur eine letzte Möglichkeit gibt, Schluss machen hier. Frieden machen. Mit sämtlichen Divisionen kehrt machen. Gegen den Osten gehen. Dort halten. Nichts als dort halten. Das, Quade, ist die einzige politische und militärische Aufgabe, die ich sehe. Das System beseitigen und verhüten, dass Europa, ganz Europa, mit in unseren Untergang gezogen wird. Ja, und Quade, sollen wir das nur denken? Nichts dafür tun? Sie wissen, wie ich darüber denke, Herr Generaloberst. Die Zeit kommt. Kommt, sagen Sie. Wann? Jetzt sollte ich die Division opfern, auf die es ankäme. Das muss nicht sein, Herr Generaloberst. Ich bin auf eine Möglichkeit gekommen. Auf eine Idee, die vielleicht... Reden Sie gerade. Wenn wir den Engländern die Verteidigungspläne in die Hand spielen und die Nachricht, dass sie sie haben, auf geschicktem Weg ins Führerhauptquartier bringen, dann müssen sie nachgeben. Sind Sie wahnsinnig gerade? Ich weiß, das hört sich unmöglich an. Es ist unmöglich. Ein deutscher Offizier spielt nicht mit dem Feind zusammen. Er erschießt sich lieber. Außerdem spielen wir nicht mit dem Feind zusammen, wir benutzen ihn nur, um Zehntausenden von deutschen Soldaten einen sinnlosen Tod zu ersparen. Ja, Quade, aber es bleibt ein schmutziger Spieler, ein Intriger, ein hinten herum. Das uns nicht liegt, ich weiß. Aber wir leben in einer Welt der schmutzigen Spiele. Wir sind gezwungen, sie mitzumachen. Meine Vorfahren waren schon unter dem preußischen König Offiziere. Vergessen Sie es, Herr Generaloberst. Ja, selbst wenn ich es vergesse, wie wollen Sie Ihre Idee durchführen? Wer soll die Pläne den Engländern zuspielen? Unsere Abwehr ist von der SS übernommen, Kanal ist nicht mehr. Der einzig zuverlässige Abwehrmann, den wir in Paris haben, ist Major Wedekind. Und auch gegen ihn ist man schon misstrauisch. Ich habe schon mit Wedekind gesprochen. Was haben Sie? Ihm alles erklärt. Er hält diese Idee für die letzte Möglichkeit, die wir haben. Darf ich ihn rufen lassen? Herr Generaloberst? Bitte, Major Wedekind. Ist gerade im Vorzimmer, Herr General. Herr Major? Sie haben mir wohl schon gesagt, dass ich sich bereithalten soll. Herr Generaloberst? Sind Sie völlig nass? Das ließ sich leider nicht vermeiden. Wollen Sie mit mir fahren? Ich wohne ganz in der Nähe. Da können Sie sich trocknen und ich kann Ihnen vielleicht mit einem Anzug aushelfen. Es ist wirklich ein Problem, wie ich so nach Paris zurückkomme, aber ich möchte Sie eigentlich nicht bemühen. Es ist keine Mühe. Verzeih, Papa, ich habe jemanden mitgebracht. Das ist Herr... Ich weiß nicht einmal seinen Namen. Er hat ein Kind gerettet, das ins Wasser gefallen ist. Ah. Guten Tag. Das ist nicht die Verfassung, um Bekanntschaften zu machen. Aber sicher eine, in der Ihnen geholfen werden muss. Ich dachte, wir geben Ihnen einen Anzug von Marcel. Kommen Sie. Ich hole einen Anzug. Bitte sehr. Hier ist ein Badezimmer. Dankeschön. Handtücher finden Sie im Schrank. War es gefährlich? Nein, gar nicht. Ich habe einmal gesehen, dass einer ertrunken ist, weil sich niemand um ihn gekümmert. Sie sind Deutscher? In diesem Haus ist noch nie ein Deutscher gewesen.
Er ist Deutscher, Yvonne. Ich werde es wieder anziehen. Nein. Wir lieben Ihre Landsleute nicht. Aber keinem Franzosen soll man nachsagen, dass er unhöflich ist. Papa! Hinaus, François. Ich habe nicht gewusst, wer er war. Und wir helfen ihm noch. Bitte, Monsieur, hier ist das Badezimmer. Dass Sie sich nur nicht erkälten. Ich bitte noch einmal um Entschuldigung für die Ungelegenheit, die ich Ihnen bereite. Von der ich nicht wissen konnte, wie groß sie sein würde. Ich bringe Ihnen den Anzug morgen früh sofort zurück. Nein, ich lasse ihn abholen. Wie Sie wollen. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Guten Tag. Wir haben einen Gast, der rein zufällig hier ist. Ein Deutscher. Ah. Er rettet ein Kind in Versailles. Ich sehe. Ist das nicht der Anzug von Marcel? Ja. Ehe wir jetzt erneut feststellen, wie unangenehm die Situation für uns alle ist, gestatten Sie mir, dass ich gehe. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfsbereitschaft, die Ihnen sicher selbstverständlich ist, falls sie nicht einem Deutschen gilt. Guten Tag. Was ist das für eine Adresse? Seine. Das ist die Gegend, wo die deutschen Generale wohnen. Es tut mir leid, dass ich ihn hergebracht habe, André. Ich hatte keine Ahnung. Wieso? Ist doch gar nicht so uninteressant. Warum habt ihr ihn gehen lassen? Seht ihr ihn wieder? Der Mann kann doch sehr wichtig für uns werden. Wenn man es richtig anfängt. Und hast du den Mann wiedererkannt? Sofort. Er dich auch? Ich glaube kaum. Er ist zwar direkt an mir vorbei durchs Fenster gesprungen, aber jemanden genau angesehen hätte ich mir in der Lage auch nicht. Jedenfalls ein mutiger Mann. Bist du der Meinung, dass ich das melden muss? Was? Nein, 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 so wichtig ist das nicht. Das heißt, wichtig ist es schon. Das wäre mir nicht ganz wohl dabei. Die Familie hat mir nämlich sehr gut gefallen, obwohl sie plötzlich so taten, als wäre ich ein heißes Stück Eisen. Und das Mädchenonkel, du, das sieht aus, dass dir die Luft wegbleibt. So. Wirklich großartig. Alles, was du da erzählst, ist sehr interessant. Du ahnst gar nicht, wie sehr. Ich muss etwas mit dir besprechen. Nicht jetzt und nicht hier. Morgen. Vielleicht im Amt. So gegen 2 Uhr? Dienstlich? Ja, die Sache ist so wichtig, dass... Ich muss es überschlafen. Du weißt, so eine alte Militärregel. Freue mich, dass du da bist, Junge. Habe ich dir das schon gesagt? Ein kleiner Cognac, Herr Hauptmann? Sie tun ja so, als hätten Sie einen Laden. Ich sage immer eins, Herr Hauptmann, wegen dem Cognac haben wir Frankreich erobert. Und jetzt, wo er bald zu Ende geht, da schmeißen Sie uns raus. So pessimistisch, Kleinschmidt? Ach, wissen Sie, Herr Hauptmann, eine schöne Zeit ist für den kleinen Mann ja selten. Und deshalb hat er ein ganz besonders wachsames Auge drauf. Und er merkt viel eher als ein anderer, wenn sie mal vorbei ist, die schöne Zeit. Moment, Herr Hauptmann. Eine Dame, Herr Hauptmann. Und ich wollte Ihnen Adressen geben. A votre service, Madame. Guten Tag. Sie kommen selbst? Ich dachte, Sie würden jemanden schicken.
Ich würde Sie gern bitten, Platz zu nehmen, wenn ich nicht annehmen müsste, dass Sie es ablehnen. Sie haben recht, wenn Sie so sprechen. Und ich bin selbst gekommen, um Ihnen zu erklären. Das ist nicht nötig. Warum nicht nötig? Wir haben Ihnen den Anzug gegeben von meinem Bruder Marcel, der im Kriege von Deutschen erschossen wurde. Meine Mutter ist daran gestorben. Das habe ich nicht gewusst. Sie konnten es nicht wissen. Deswegen gebe ich Ihnen diese Erklärung, die vielleicht ist eine Entschuldigung. Ich bedauere das alles sehr. Ich sage Ihnen dies auch im Namen meiner Familie. Wir alle würden uns sehr freuen, wenn Sie uns trotz des Vorgefallenen besuchen würden. Werden Sie kommen? Morgen gegen 4, ist das recht? Gerne. Sie haben den Mann, sagen Sie, der den Engländern die Pläne zuspielen kann? Ja, mein Neffe, Hauptmann Fürstenwert. Ihr Neffe? Ja, er ist gestern von der Ostfront gekommen. Truppenoffizier, war 3 Jahre in Russland. Ich garantiere für seinen Charakter. Darf ich? Selbstverständlich. Und halten Sie in dieser ungewöhnlichen Aufgabe für gewachsen? Nach allem, was uns Herr General Quade von ihm gesagt hat, scheint er der richtige Mann zu sein. Kühl, klar und von großem persönlichen Mut. Und was ist mit seinem Gewissen? Das geht auf mein Gewissen, Herr Generaloberst. Ja, ich meine, wollen Sie ihm die ganzen Hintergründe erklären? Nein. Warum auch? Er hat gestern durch einen Zufall Verbindung mit der Widerstandsbewegung bekommen. Er wird die Sache machen. Dann geht er in die Normandie und übernimmt eine Panzerabteilung. Er wird mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Sie wollen ihn also im Glauben lassen, es handelt sich um falsche Pläne. Das halte ich für das Beste, Herr Generaloberst. Ein Truppenoffizier hat keine Ahnung, was wirklich los ist. Er wird es vielleicht gar nicht begreifen. Und muss er es begreifen? Ah, da bist du ja schon, mein Junge. Das ist Major Wedekind, einer unserer Abwehroffiziere. Ich habe Major Wedekind von deinen gestrigen Erlebnissen berichtet. Dieser Mann, den du auf so merkwürdige Weise wieder getroffen hast, ist einer der intelligentesten und damit gefährlichsten Köpfe der französischen Widerstandsbewegung. Setz dich, mein Junge. Du kennst natürlich nicht die Methoden der Abwehr. Es handelt sich weniger darum, diese Leute unschädlich zu machen, als sie zu benutzen. Diesen Mann können wir großartig gebrauchen. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Heute früh war das junge Mädchen bei mir und hat mich eingeladen. Im Namen der Familie. Oh, ein schneller Junge, dieser André. Wie meinen Sie? Und dass diese Leute von sich aus versuchen, mit Ihnen Verbindung zu halten. Naja, Sie haben ja die Adresse dagelassen. Die wissen genau, wer in dem Haus wohnt. Nein, nein, nein. Die junge Dame ist gekommen, um sich bei mir zu entschuldigen. Dann meinen Sie, das war nur ein Vorwand? Genau das. Hör zu. Geh auf alles ein. Besuche diese Leute, halte die Verbindung. Tu so, als weißt du nichts, als ahnst du nichts. Warum? Dieses Haus ist nach allem, was wir wissen, eine Agentenzentrale ersten Ranges. Sie sollen sich dort Pläne stehen lassen. Es ist für uns wichtig, dass diese Pläne über die Widerstandsbewegung in die Hände der Engländer kommen. Verstehe. Falsche Pläne. Hm? So eine Art hübsches Agentenspiel. Das ist nichts für mich. Ich habe in sowas nicht die geringste Erfahrung. Die brauchen Sie nicht. Sie kommen aus Russland. Sie sind nichts als ein versetzter Truppenoffizier. Das alles ist großartig. Für unseren Zweck genau richtig. Was sind das für Pläne? Ich könnte es dir erklären, mein Junge. Aber muss ich das? Nein, nein. Du musst verstehen, Onkel. Ich habe den Feind lieber vor mir als neben mir. Und noch dazu in Zivil und in der Maske von Heuchelei. Dass beispielsweise so ein Mädchen zu mir kommt und spielt mir eine so schäbige Komödie. Ich verstehe das, aber ich versichere dir, du hast niemals in deinem Leben eine wichtigere Aufgabe gehabt. Tja, sie kann kriegsentscheidend sein. Donnerwetter, das klingt ja wirklich wichtig. Bitte genauer, was soll ich tun? Ganz einfach. Sie nehmen die Einladung an, Sie gehen in das Haus. Sie spielen den etwas trotteligen deutschen Hauptmann. Von mir aus tun Sie so, als verlieben Sie sich in das Mädchen. Machen Sie, was Sie wollen, nur seien Sie vertrauensselig. Simpel. Man muss sie für einen einfälligen Offizier halten, der keine Ahnung hat. Keine schmeichelhafte Aufgabe. Aber sie müssen auch so sein wie ein Fuchs. Genauso verschlagen wie ein Fuchs in einer fremden Höhle. Ein Fuchs in Paris. Ja. Mehr als das, was ich Ihnen sagte, brauchen Sie nicht zu tun. Aber seien Sie sicher, diese Leute verstehen Ihr Handwerk. Und noch etwas. Ich muss dich verpflichten, diese Aufgabe als strengstes Geheimnis zu behandeln. Du darfst nie... Verstehst du mich? In keiner Weise. Was immer passiert,
zu keinem Menschen ein einziges Wort darüber sprechen. Ja, ja. Guten Tag, Herr Hauptmann. Guten Tag, André. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen nicht die Hand geben kann. Ich habe das neulich schon gesehen. Verletzt? Ein Verkehrsunfall. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich bin ein Freund der Familie und ich bedauere, dass man Sie so unfreundlich behandelt hat. Schon vergessen. Guten Tag. Guten Tag. Gehen wir hinein? Bitte meine Verspätung zu entschuldigen. Ich bin dienstlich aufgehalten worden. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich bin gern gekommen. Ich freue mich auch. Ich hatte so sehr gehofft, dieses Haus in einer besseren Stimmung genießen zu können. Die wir doch jetzt haben. Oder nicht? Ja. Ich schlage vor, nehmen Sie Platz. Danke. Trinken Sie mit uns Tee? Sehr gerne. Sicher kommen Sie von Fontainebleau. War eine Sitzung dort, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Ganz einfach. Man sieht die Militärautos mit den Generalen vorbeifahren. Aber reden wir nichts von Politik. Die besten Freunde zweien sich dabei. Und die es noch nicht sind, können es auf diese Weise nie werden. Sie haben recht. Sind Sie schon lange in Paris? Erst ein paar Tage. Ich bin aus Russland gekommen. Dort war ich 3 Jahre. Paris muss Ihnen danach eine Offenbarung sein. Ist es auch. Man bekommt ein neues Gefühl für alles, was schön ist. Ihr Garten beispielsweise. Sie sollten ihn sich ansehen. Ich werde Ihnen alles zeigen, wenn Sie Lust haben. Zwischen ist dann der Tee fertig. Möchten Sie? Sehr gerne. Er ist wirklich eine Sehenswürdigkeit. Ist er wirklich so unerfahren? Er fliegt auf Yvonne. Warte. Die Sache ist mir nicht ganz geheuer. Kein Offizier lässt ohne weiteres seine Tasche stehen. Das ist eine Falle. Das glaube ich nicht. Er konnte nicht wissen, wohin die Bekanntschaft mit Yvonne führt. Ja. Wie es auch ist, wir können ja sehen, was er uns anbietet. Verschlossen. Ja. Aber ein Gutes haben die Mappen der Deutschen. Sie haben immer dasselbe Schloss. Ist das was Wichtiges? Weiß nicht, sieht so aus. Wo sind Sie? Sie gehen im Garten. Wir brauchen 7 Minuten. Aufpassen. Yvonne hält ihn schon so lange auf. Sofort herunter damit, kopieren. Im Garten haben in 3 Generationen gearbeitet. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir alles zu zeigen. Sie sagten vorhin, Sie hätten ein Gefühl für alles, was schön ist. Und für alles, was aufrichtig ist. Mir hat die Ehrlichkeit gefallen, mit der Sie mir zunächst wenigstens Ihre Abneigung gezeigt haben. Bitte vergessen Sie es. Ich habe nichts gegen Ehrlichkeit. Ich gebe allerdings zu, es fällt immer schwerer, ehrlich zu sein. Es lohnt sich nicht. Wird unbequem. Finden Sie? Finden Sie nicht? Ich dachte nicht, dass Sie reden, wie Sie reden. Was haben Sie denn gedacht? Dass Sie oberflächlicher sind. Sie haben recht. Der Krieg macht die meisten Menschen so. Man denkt nicht nach, nicht genügend jedenfalls. Obwohl gerade der Krieg eine Zeit ist, in der man nachdenken sollte. Warum sagen Sie das? Als ich Sie das erste Mal sah, da fand ich Sie, wie soll ich sagen, Sie gefielen mir. Und ich Ihnen vielleicht auch ein bisschen. Dann haben wir festgestellt, dass wir Deutscher und Französin sind. Nun müssen wir uns hassen. Es wird von uns verlangt. Naja, aber... Tun Sie es nicht? Nein, obwohl... Wir müssen nicht darüber reden.
Wollen wir hineingehen, Tee trinken? Noch nicht. Ich muss Ihnen noch die Treibhäuser zeigen. Ich hoffe, Sie werden uns öfter besuchen. Aber ich glaube, jetzt ist der Tee wirklich fertig. Und ihr seid sicher, ihr werdet nichts merken? Vollkommen sicher. Sie kommen. Aber sagen Sie, ist der Garten nicht schön? Ich bin begeistert. Hoffentlich, ich habe Sie nicht so lange aufgehalten. Und im Gegenteil. Es hat gerade gereicht, um einen Überblick zu bekommen. Das ist schön. Setzen wir uns doch. Darf ich Ihnen einschenken? Danke. Wir haben es genau überprüft, das steht einwandfrei fest. Großartig, Werner. Danke. Sie haben die Pläne fotokopiert. Man sieht an den Rändern die Druckstellen von der Auflage. Sind Sie sicher? Ja, das hat mein bester Mann gemacht. Dann sind die Würfel gefallen. Sie haben die Pläne. Gratuliere, Hauptmann. Sie haben den ahnungslosen Bortle Glanson gespielt. Offenbar. Aber wenn Sie mich fragen, Spaß hat's mir keinen gemacht. Ich denke, da war ein hübsches Mädchen dabei. Mhm. Sogar mehr als hübsch. Und gleichzeitig so verlogen. Was meinen Sie, mit wie vielen Leuten ich zu tun habe, von denen ich genau weiß, dass sie mir lieber ein Messer zwischen die Rippen wünschen? Jedenfalls bin ich froh, dass ich mit der Sache nichts mehr zu tun habe. Nein, mein Junge, du darfst jetzt noch nicht aufhören. Wir müssen genau wissen, ob die Pläne den richtigen Weg genommen haben. Es darf da keinen Irrtum geben. Solange musst du die Verbindung halten. Wir müssen vorsichtig sein. Am Tage waren Deutsche in der Gegend hier. Dass sie nervös sind, wissen wir. Hörst du? Yvonne. Ja. Na, hoffentlich müssen wir nicht die ganze Nacht warten. Noch 5 Minuten bis zum Absprung, Sir. Geht es jetzt Nacht für Nacht. Und einmal geht es auch schief. Die Deutschen hören die Flugzeuge ja auch. Oder meinen sie nicht? Da muss schon gesprungen sein. Wenn wir da sind, sind die doch verschwunden. Aber die Gegend werden wir uns merken. Der Tee ist fertig. Den kann ich gebrauchen. Ist verdammt kalt in der Luft. Wir haben Ihren Funkspruch erhalten. Die Sache ist so wichtig, dass ich selber gekommen bin. Wo sind die Papiere?
Die Küstenverteidigungspläne. Das ist eine ganz große Sache. Wenn Sie stimmen. Der Mann, von dem Sie sie haben. Wer ist das? Ein deutscher Hauptmann. Wir haben ihn auf die zufälligste Weise kennengelernt. Abwehrmann? Habe ich so auch gedacht. Aber er kommt aus Russland, Frontoffizier, versetzt nach Paris und hat keine Ahnung. Sieht jedenfalls so aus. Auf jeden Fall Verbindung halten. Wer macht das? Yvonne. Also. In gewisser Hinsicht sind Frauen eben nicht zu ersetzen. Es ist soweit. Komm, Yvonne. Geben Sie Folgendes durch. QX19 an LC3. Okay, Major. Herr Major? Ja. Wieder die Gegend um Villeneuve, Herr Major. Derselbe Code? Das sieht so aus. Ich habe schon lange nicht mehr so gemütlich bei einer Flasche Wein gesessen und von zu Hause geredet. Danke dir für den Abend. Etwas möchte ich gerne wissen, Onkel. Warum seid ihr eigentlich hier in Paris alle so niedergeschlagen? Ich habe das Gefühl, irgendetwas bedrückt dich. Habe ich recht? Vielleicht. Ja, du hast recht. Aber ich kann es dir nicht sagen. Ja, was ist denn noch? Ja, bitte. Sehr gut, ja. Nein, nein, das besprechen wir morgen. Danke. Gute Nacht. Das war Major Wedekind. Hat mir einen Funkspruch durchgegeben, den er eben aufgefangen hat. Einen Widerstandssender, den wir schon lange suchen. Habt ihr den Code? Ja, seit 3 Tagen. Jetzt haben die Engländer die Pläne. Das ging aber schnell. Aber sie wagen noch nicht an die Echtheit zu glauben. Sie sind misstrauisch. Das kann ich mir vorstellen. Was werden Sie jetzt tun? Ganz einfach. Sie werden dich unter die Lupe nehmen, mein Junge. Mich? Ja. Jetzt musst du standhalten. Sie müssen an die Echtheit der Pläne glauben. Es hängt alles davon ab. Mhm. Gefällt Paris Ihnen? Wir Deutschen lieben Paris. Eine Anhänglichkeit, die Ihnen sicher unheimlich ist. Auch nichts gegen Fremde, die Paris lieben. Wenn sie nicht in Uniform kommen. Leute in Uniform sind nur auf der Durchreise. Überall auf der Welt. Sie halten sich nicht. Das sagen Sie? Eine der berühmten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ach, Sie sind nicht gern Soldat? Muss doch Spaß machen. In Häusern wohnen, die man beschlagnahmt. Wein trinken, den man requiriert, sich anzueignen, was einem nicht gehört? Jetzt sind Sie wieder ehrlich. Bin ich das sonst nicht? Ich weiß nicht. Sie gehen mit mir aus. Louvre, Notre Dame. Sie zeigen mir Paris. Warum? Sie sind so gründlich in Fragen. Eine deutsche Angewohnheit. Und wir verstehen nichts von Frauen, nicht wahr? Bestimmt nicht. Aber gehen wir. Ich zeige Ihnen Montmartre. Chante. Dans la forêt, l'oiseau t'écoute, frileux. Chante, le vagabond suspend sa route, joyeux. Chante, la lune rit dans la nuit brune. Et le vent siffle sur la dune, lors d'un refrain des amoureux. Tare d'amour, apporte-lui l'écho des beaux jours.
dans le square en émoi, va lui chanter pour moi la chanson de mon rêve. Car d'amour, pour être heureux, le temps est si court. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Dis-lui qu'il faut savoir laisser surprendre son cœur par le frisson d'un doux et tendre bonheur. Du sang joyeux, il faut comprendre l'appel charmeur. Tard d'amour, dans le déclin doré d'un beau jour, à son cœur en émoi, va fredonner pour moi la chanson de mon rêve. Warum haben Sie mich hierher gebracht? Ich dachte, es würde Ihnen gefallen. Es tut es nicht, und Sie wissen es. Aber Sie fühlen sich doch alle wohl. Die meisten hier sind Deutsche. Sie weigern sich einfach, mich so zu sehen, wie ich bin. Glauben Sie? Ja. Sie haben eine bestimmte Vorstellung von deutschen Soldaten und Sie haben sich daran gewöhnt. Sie mag stimmen. Aber nicht immer. Vielleicht, aber ist ja auch gleichgültig. Ich meine, nicht wichtig. Für mich ist es schon wichtig. Wir reden viel zu ernst. Das tut man nicht in Paris. Gehen. Das gefällt Ihnen ja sowieso nicht hier. Gut. Moment, ich brauche ihn noch. Die sind nervös in London. Die wollen wissen, ob die Pläne echt sind oder nicht. Sie können das sich nicht vorstellen. Aber dieser Hauptmann ist kein Agent. Wissen wir es genau? Wir müssen es rauskriegen, und zwar so schnell wie möglich, am besten sofort. Es geht um jede Stunde. Dann bleibt nur eins. Den Stier bei den Hörnern fassen. Jetzt küssen Sie mich auf der Straße wie ein Soldat, der eben ein Mädchen hat. Sie wissen genau, dass es nicht so ist. Wie ist es denn? Warum tun Sie es? Weil ich Sie liebe. Verwechseln Sie das nicht. Sie waren 3 Jahre in Russland, haben Sie gesagt. Sie haben lange keine Frau gesehen. Ich kann mir vorstellen... Sie können sich überhaupt nichts vorstellen. Ich habe gesagt, ich liebe Sie. Das ist meine Sache. Ich fordere nichts von Ihnen. Es ist eine Sache, die mich glücklich macht. Ich will nicht sagen darauf, ich kann es nicht. Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Bitte kommen Sie nicht mehr zu uns. Ich kann Ihnen die Gründe nicht sagen, aber bitte kommen Sie nicht mehr. Nein. Euer Funkspruch. Wie denn, Herr Major? Ich bin in fieberhafter Tätigkeit. Bis jetzt läuft alles gut, Herr General. Diese Funksprüche reichen für das Führerhauptquartier.
Ich habe ein wenig Sorge. Und den Hauptmann? Mir wäre es lieb, ich könnte ihn zu seiner Truppe in die Normandie schicken. Ich liebe meinen Neffen. Das ist eine echte Freundschaft zwischen uns. Er ist mir wie ein Sohn. Was ist? Es wird mehr von ihm verlangt werden, als wir erwartet haben. Guten Abend. Ihr seid noch nicht zu Bett? Wir haben einen... Wie ist? Einen Bummel gemacht durch Montmartre. Guten Abend, Hartmann. Guten Abend, André. Was soll das bedeuten? Papa! Befehl, Yvonne. Darf ich bitten, Hauptmann? In Zivil und eine Pistole. Man hat mir gesagt, es sei gefährlich in Paris. Wie ich sehe, sogar im Hause von Freunden. Wir sind nicht Ihre Freunde. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, André. Es sieht so aus, als ob ich Sie in eine Falle gelockt hätte. Das ist nicht wahr. Was ist los, Yvonne? Bitte setzen Sie sich. Gestatten Sie, dass ich rauche? Ich sehe, Sie haben die Ruhe, die ich schätze. Nehme an, ich werde sie brauchen. Vollkommen richtig. Kennen Sie das? Woher haben Sie das? Aus der Aktentasche, Hauptmann. Aus meiner? Wie denn? Wann denn? Ist doch nicht möglich. Ruhe verloren, Hauptmann? Kann ich verstehen. Deutscher Hauptmann verliert Pläne. Pläne des deutschen Generalstabs. Die wichtigsten Pläne, die es gibt. Sie haben nur einen Nachteil. Sie sind falsch. Vielleicht sind Sie falsch. Sie wissen, was mit Agenten geschieht, wenn die Gegenseite sie in die Hand bekommt? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Man liquidiert sie. Es sei denn, sie sind für einen selbst von Nutzen. Dann allerdings packt man sie in Watte. Wenn ich Sie recht verstehe, machen Sie mir gerade ein Angebot. Sind Sie aber wirklich der Hauptmann, der das Pech hat, Dokumente zu verlieren? Dann genügt eine Andeutung hiervon. Und Sie stehen vor dem Kriegsgericht und vor Ihrem Todesurteil. Sie wollen sagen, so oder so, ich habe keine Wahl. Genau das. Ich will sagen, es lohnt nicht, versteckt zu spielen. Ihre Antwort, Hauptmann. Wer sind Sie? Französischer Offizier, zurzeit ohne Uniform. Aber Sie müssen nicht mehr antworten, wenn Sie nicht wollen. Den Wagen, François. Ihr wollt noch hinausfahren? Ich komme mit. Du bleibst hier, Yvonne. Nein. Nur eine Vorsichtsmaßnahme, Hauptmann. Übrigens, die sind deutsche Handschellen. Ein Beutestück. Die ganze Gegend um Villeneuve. Na, besten Dank, wenn wir da jedes Haus durchsuchen sollen. Sie nehmen den Weg über Reuville, geht gleich da links ab und auf alleinstehende Gehöfte ab. Genau. Wenn was Besonderes ist, Leuchtzeichen. Los, einer. Oh, so kann man nicht sprechen. Ich sehe, Sie haben gewisse Unbequemlichkeiten auf sich nehmen müssen. Aber ich auch. Ich bin englischer Offizier, ihretwegen von London herübergekommen. Das ist Ihre Sache, Mister. Lassen wir Namen beiseite.
Rauchen Sie? Ich habe gehört, Deutsche lieben englischen Tabak. Nicht alle. Darf ich rauchen? Aber Wein trinken Sie. Französischer Wein ist ja im Augenblick wenigstens fast deutscher Wein. Ich möchte ein paar Fragen an Sie stellen. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie sind deutscher Offizier, Haager Konvention und so weiter. Aber das sind allgemeine Richtlinien, die nicht in jeder Situation anwendbar sind. Und in einer solchen Situation befinde ich mich jetzt. Tja, der Krieg ist nicht mehr fair. Was ich persönlich bedauere. Aber ich will fair gegen Sie sein. Ich muss wissen, wer Sie sind. Genauer, ich muss wissen, ob die Pläne, die wir Ihnen abgenommen haben, echt sind. Was ich auch sage, warum sollten Sie mir glauben? Richtig. Deswegen, wo kommen Sie her? Welchem Truppenteil haben Sie angehört? Was waren Ihre letzten Gefechte im Osten? Nennen Sie Namen, Einzelheiten, Daten. In einer Stunde weiß ich, ob Sie lügen. Und wenn ich schweige? Sie sind klug genug, um zu wissen, was dann mit Ihnen geschieht. Sagen Sie die Wahrheit. Er ist kein Agent. Sie zeigen sehr viel Interesse, Madame. Also gut. Ich war bei der 30. Panzerdivision, hatte eine Aufklärungsabteilung im Raume von Smolensk. Na? Nichts Verdächtiges. Dann weiter, das nächste Dorf. Soll ich Ihnen noch mehr erzählen? Nein, nicht nötig. Ich habe alle Angaben mitgeschrieben. Wir geben sie durch. Ich persönlich glaube Ihnen. Und jetzt? Arbeiten Sie für uns. Gibt gar keinen anderen Weg. Ich kann Pech haben und eine Aktentasche für 10 Minuten vergessen. Aber ich eigne mich nicht sonderlich zum Verräter. Das sind Worte, mein Lieber, über die Sie gar nicht nachdenken sollten. Schwer zu sagen, was heute Verrat ist. Und ich fürchte, es wird in Zukunft immer schwerer werden. Nach dem Kriege. Falls wir davonkommen, natürlich. Werden wir uns darüber mal unterhalten. Zu spät für eine Sache, die ich jetzt wissen müsste. Halten wir uns jetzt an Ihre Situation. Ich brauche die Karte mit den deutschen Feldflughäfen und Ihre vorgesehene Belegung am Tage X. Sie liegt Zimmer 12 im Panzerschrank des General Eisner in Paris. Wir sind gut informiert. Da will doch ein Hund. Da hinten ist noch ein Haus. Das ist aber das letzte. Fahr los. Wir müssen weg. Deutsche. Verloren, André? Aufmachen, leise bleiben. Bring doch einer den verdammten Hund zum Schweigen! Was ist? Wissen Sie, wonach das hier riecht? Hä? Nach englischem Tabak. Los, sag die Wahrheit. Du hast englische Agenten hier gehabt.
Schauen Sie sich das mal an. Fallschirmseile. Den Mann bewachen und alles durchsuchen. Und Leuchtzeichen geben. Da laufen Sie! Warum schießt ihr nicht? Los, hinterher! Runter! Ich bin bald zurück zur Mühle. Halten Sie sich an mich. Los, der Gas! Mein Bein! Oh. Oberschenkelschuss. Unten bleiben. Geben Sie mir Ihre Pistole. Warum haben Sie die Gelegenheit nicht benutzt? Schließlich waren es ja Deutsche. Der Hinweis auf das Kriegsgericht hat mir genügt. Aber das mit François, das hätten Sie nicht nötig gehabt. Ich nehme an, die fehlt Ihnen. Langsam begreife ich, warum der Krieg mit euch so lange dauert. Kann man sich hier irgendwo hinlegen? Ja, kommen Sie mit. Das ist der erste Platz für Gäste, die spät nachts kommen. Danke. Danke Ihnen. Ich kann keinen Menschen liegen lassen. Mir ist es genauso gegangen, mal in Russland, irgendwann nachts. Ich weiß, wer einem zumute ist. Das ist die verrückteste Situation, in der ich je gewesen bin. Ich laufe vor meinen eigenen Kameraden davon. Ich bin auf der Seite derer, die meine Feinde sein müssten. Und das Schlimmste ist, was ich getan habe, habe ich gern getan. Das mit François. Ich weiß es. Sie haben mir gesagt, Sie lieben mich. Sie haben gesagt, das ist Ihre Sache, Sie fordern nichts. Jetzt bin ich in derselben Lage. Ich liebe Sie. Verwechseln Sie das nicht mit Dankbarkeit.
Wir müssten jetzt sehr glücklich sein. Aber wir sind bedrückt. Ja. Aber es ändert nichts an dem, was ich gesagt habe. Ich weiß. Wir lieben uns. Und das ist nicht erlaubt. Kann man so etwas nicht erlauben? Meinst du, nein? Nein. Grüß dich, Ivan. Ich finde ihn großartig. Außerdem, denken Sie an die Pläne der Feldflughäfen. Das hast du großartig gemacht, mein Junge. Ich bin sehr froh, dass du die Nerven behalten hast. Das hätte keiner von uns besser gemacht. Schönen Dank. Ich bin auf der Flucht vor den eigenen Leuten. Ich schieße sogar. Auf die Scheinwerfer hast du geschossen. Ich werde plötzlich zum Verbündeten des Feindes. Tja, das bringt die Sache leider mit sich. Feind. Verstehen Sie, Feind, das war für mich bisher immer etwas Anonymes in einer anderen Uniform. Jetzt auf einmal kenne ich sie. Da sind nämlich ein paar großartige Leute drunter. Ich will sagen... Ja, was willst du sagen? Dass zwischen den Fronten sein vielleicht gleichbedeutend sein kann mit wirklich zwischen den Fronten zu sein. Verzeih, Onkel, aber das ist so ein merkwürdiges Gefühl von Unsicherheit. Unsicherheit? Und dann bin ich eben ein Verräter. Aber Junge, das ist doch Unsinn. Meine, nicht wirklich, das nicht, aber in den Augen der Franzosen und des Engländers. Die glauben doch, sie hätten mich weich gemacht. Aber du bist doch keiner. Ja, ja, aber dass ich überhaupt mit solchen Dingen etwas zu tun habe, das ist so... so... Die Pläne der Feldflughäfen. Was soll ich da machen? Die bekommen Sie. Du musst das noch tun, mein Junge. Das ist der letzte Beweis für die Echtheit deiner Rolle, die du spielst. Und dann, das verspreche ich dir, hast du nichts mehr damit zu tun. Ja, Quare? Wir kommen. Wir müssen zum Chef. Toller ist vom Führerquartier zurück. Wir sehen uns heute Abend, mein Junge. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Ah ja. Bitte rufen Sie Unteroffizier Kleinschmidt. Jawohl, Herr Hauptmann. Hallo, Hauptmann. Wir kennen uns doch. Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte schwören, dass ich Sie kenne. Ich vergesse nie ein Gesicht. Tut mir leid, ich bin erst vor einer Woche aus Russland gekommen. Da war ich 3 Jahre. Ich bin seit 3 Jahren in Paris. Mindestens ließ es sich darauf sagen, dass Sie es besser gehabt haben. Es war, wie ich vorhergesehen hatte. Das Führerhauptquartier lehnt eine Änderung der Verteidigungspläne rundweg ab. Ich bin ausdrücklich ermächtigt, mitzuteilen, wie sehr man sich über die Hartnäckigkeit des hiesigen Stabes wundert. Es sind Worte gefallen, die ich Ihnen nicht verschweigen darf. Dass nämlich die Einmütigkeit, mit der die Herren des Stabes gegen die Befehle des Führerhauptquartiers Stellung nehmen, schon fast den Charakter einer Verschwörung bedeuten. Bitte, Major Wedekind. Seit ein paar Tagen, Herr Oberst, fangen wir englische Funksprüche auf, aus denen hervorgeht, dass die Alliierten im Besitz der vom Führerhauptquartier ausgegebenen Verteidigungsbefehle sind. Wie bitte? Aber das ist doch nicht möglich. Ich habe die Funksprüche bei mir, es ist kein Zweifel möglich. Aber da muss doch ein Schwein unter uns sein. Verzeihung, Herr Generaloberst. Ich bin wie Sie, Oberst, aufs Äußerste überrascht und empört. Und habe die strengste Untersuchung dieses Falles in die Hände des Generals Quare gelegt. Aber was uns wohl als Dringendstes zu tun bleibt, ist, den Inhalt dieser Funksprüche auf schnellstem Wege dem Führerhauptquartier bekannt zu machen. Es verläuft alles gut, sagt der Arzt. Eine Sache von 3 Wochen. Eine Narbe wird er behalten, das ist alles. Und wie ich ihn kenne, wird er noch stolz darauf sein.
Sie haben an dieser Familie viel gut gemacht. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Sie brauchen nichts zu sagen. Aber lassen wir jetzt François, er soll schlafen. Kommst du? Bis nachher? Ja. Dein Zimmer? Ja. Ich muss mit dir reden. Du suchst einen Ausweg. Es gibt keinen. Wir müssen warten, bis alles vorbei ist. Das ist zu lange und außerdem. Kennst du deine Situation? Ja. Genau? Was meinst du? Ich habe für dich gedacht. Ich habe versucht, mich in deine Lage zu versetzen. Ja? Eine unglückliche Situation hat dich zum Verräter gemacht. Mhm. Was soll ich tun? Ich bin in derselben Lage wie du. Ich liebe dich und dass ich so empfinde, ist Verrat. Alle werden es sagen, obwohl ich nicht weiß, wie ein Gefühl überhaupt ein Verrat sein kann. Was sollen wir also tun? Weggehen von hier. Einfach weggehen in die Schweiz. Ich weiß, wie man Pässe bekommen kann. Es ist gar nicht sehr schwer. Nicht weggehen, das kann bedeuten, alles verlieren. Das will ich nicht. Ich kann es nicht. Wie ich sehe, Herr Hauptmann, haben Sie die Eroberungen auf privatem Gebiet fortgesetzt. Rede nicht so, André. Das ist meine Sache. Seine und meine. Gut. Reden wir von der Sache, die auch meine ist. Sie bekommen Ihre Pläne. Morgen. Aber nicht hier. Das Haus wird seit einer Stunde überwacht. Wo ist André? Du hättest nicht herkommen dürfen, es ist zu gefährlich. Für André noch gefährlicher. Man kennt ihn zu gut. Und außerdem lasse ich jetzt keine Gelegenheit aus, mit dir zu sprechen. Du bist mir noch eine Antwort schuldig. Ich weiß. Wir wollen doch zusammenbleiben. Yvonne, ich liebe dich. Ich muss nur bestimmte Dinge noch zu Ende bringen. Dann wird alles besser. Hier in der Mappe sind die Papiere. Nimm sie mit. Aber sei vorsichtig. Sie sind verhaftet, Hauptmann Fürstenwert. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt. Ein Gesicht, das ich einmal gesehen habe, vergesse ich nicht. Ah! Keine Bewegung, Hauptmann! Ich nehme an, wir werden uns über den Vorfall noch unterhalten, Herr. Ich kenne leider Ihren Namen nicht. Wir sind noch hier, Hauptmann. Und ich schwöre Ihnen, Sie werden ihn nicht vergessen. Sie irren sich. Sie glauben gar nicht, wie sehr Sie sich irren. Kommen Sie. Was ist denn? Hauptmann Fürstenwert ist verhaftet. Vom SD. In dem Augenblick, als er die Pläne übergeben wollte. Oberst Toller verhört ihn.
Mein Gott. Er muss schweigen. Sonst ist alles verloren. Werde es tun. Zur Eröffnung des Verfahrens. Sie haben sich wie ein Schwein benommen, Herr Hauptmann. Wie ein feiges, verräterisches Schwein. Für jedes dieser Worte werden Sie sich entschuldigen, Herr Oberst. Hinsetzen. Entschuldigen? Ich mich? Wollen Sie hier den Verrückten spielen? Wollen Sie ableugnen, dass Sie ein Verräter sind? Wollen Sie sagen, diese Papiere, die Sie übergeben wollten, seien eine Sonntagsarbeit von Ihnen? Mehr wert sind Sie jedenfalls nicht. Wenn Sie sich die Mühe nehmen würden, Sie zu untersuchen, würden Sie das feststellen. Eine dunkle Rede, Hauptmann, die Sie hoffentlich erklären werden. Wir haben die Papiere untersucht. Sie sind aus dem Panzerschrank des Generals Eisner gestohlen. Der General steht Kopf. Was haben Sie dazu zu sagen, Hauptmann? Nichts, Herr Oberst. Sie wollen schweigen, Hauptmann. Das wird sich sehr schnell als ziemlich unbequem herausstellen. Hier hat noch keiner lange geschwiegen. Wir werden Sie Tag und Nacht verhören. Sie werden nicht zum Schlafen kommen, nicht zum Essen. Wenn Sie so weich kriegen, das ahnen Sie gar nicht. Keine Angst davor. Es wird sich schließlich doch alles herausstellen. Ich werde so lange schweigen, bis... Ich meine... Was meinen Sie? Dass Sie mich völlig zu Unrecht verdächtigen. Ich kann mit Ihrem Gewäsch nichts anfangen. Wer war die Frau, mit der Sie sich getroffen haben? Fahren Sie fort, General Eisner. Ja, also, ich konnte natürlich nicht sagen, ja, ich weiß Bescheid, ich habe die Pläne selbst Major Wedekind übergeben. Ich musste einfach sagen, ja, die sind aus meinem Panzerschrank. Ich sei entsetzt und so weiter. Was sollte ich tun? Eine scheußliche Situation und eine gefährliche dazu. Wenn er es nicht aushält und redet, dann verhaften Sie den ganzen Generalstab hier. Eine Katastrophe für den Tag der Invasion. Wird er schweigen? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, er wird warten, dass ich komme und ihn heraushole. Jede Minute wird er sich fragen, warum kommt er nicht und klärt alles auf. Und ich kann ja nicht kommen. Was haben Sie in der Nacht in der Gegend gemacht? Sie waren dort, ich habe Sie erkannt. Na los, nennen Sie Ihre Auftraggeber. Glauben Sie nicht, dass Sie das fortsetzen können? Dieses sich totstellen? Was sehen Sie eigentlich andauernd zur Tür? Führen Sie ihn ab. Sie werden sich Ihre Taktik noch überlegen, Herr Hauptmann Fürstenwert. Was kann ich tun, Wedekind? Irgendwas muss man doch tun können. Mein Gott, ich kann ihn doch nicht einfach fallen lassen. Wenn es um mich ging, um mich allein, ich würde keine Sekunde zögern. Es geht um unseren ganzen Stab hier. Und darum, dass die Verteidigungspläne wirklich geändert werden. Und es geht um das Leben von Zehntausenden von Soldaten. Und noch mehr. Ich weiß es in jeder Sekunde. Habe ich etwas falsch gemacht? Wedekind, sagen Sie es mir ruhig. Hätte ich den Hauptmann nicht damit beauftragen dürfen? Aber wir hatten doch keine andere Wahl. Sie wissen doch diese fürchterliche Situation, in der wir sind. Und das Opfer? Ein Mann, der so wenig Schuld trägt. Wedekind, ich kann doch da nicht einfach zusehen. Sie müssen es, Herr General. Herr Oberst Toller, Herr General. Spielen Sie jetzt Ihre Rolle, Herr General. Um Gottes Willen, spielen Sie sie so, dass Oberst keinen Verdacht schöpft. Ich nehme an, Herr General, Sie haben von den Ereignissen gehört. Sie sehen mich fassungslos, Oberst. Fassungslos,
und erschüttert. Der Hauptmann ist Ihr Neffe, Herr General? Ich habe gehört, er wohnt bei Ihnen. Ja. Seit 8 Tagen. Sie wissen vielleicht, dass er von der Ostfront hierher versetzt wurde. Ja. Haben Sie, Herr General, eine Erklärung für den Hauptmann? Nein. Wie gesagt, ich bin vollkommen fassungslos. Was für ein Mann ist der Hauptmann, Herr General? Hatten Sie Gespräche mit ihm, aus denen hervorgehen könnte, dass sein Gesinnung und Charakter fragwürdig ist? Nein, nein, freut er sich auf seine Truppe in der Normandie. Ja, aber irgendeinen Anhaltspunkt muss es doch geben. Ein bewährter, gut beurteilter Truppenoffizier kommt nach Paris und wird hier zum Verräter. Das ist doch... Irgendeinen Grund muss es doch geben. Und er selbst schweigt. Ja. Wie Sie sich vorstellen können, bin ich natürlich schon aus persönlichen Gründen an einer Erklärung des Falles sehr interessiert. Halten Sie es für richtig, dass ich mit dem Hauptmann einmal selbst spreche? Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, dass er einen Grund, eine Erklärung geben muss. Ich hab schon gedacht, ich werde wahnsinnig. Das ist doch Blödsinn. Die sperren mich hier ein wie einen... Und jetzt ist ja alles gut. Du, ich hab einfach nicht gewagt, etwas zu sagen, weil ich doch... Nicht so laut, Junge. Warum? Ich verstehe nicht. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Warum kann ich hier nicht einfach wieder raus? Ich muss dir etwas sagen, was du nicht weißt. Du hast ein volles Recht auf Offenheit. Die Verteidigungspläne, die du übergeben hast, waren echt. Sie sind nach unserer aller Ansicht hier in Paris sinnlos und mörderisch. Sie bedeuten den sinnlosen Tod von Zehntausenden von Menschen, die unnötige Vernichtung mehrerer Divisionen. Wenn das Führerhauptquartier weiß, dass die Pläne in den Händen der Alliierten sind, muss es sie ändern. Dann muss es die Verteidigung anders führen, nach unseren Plänen, die längst ausgearbeitet sind. Ich war also nur so... So eine Art von blinder Briefträger. Ein Mann, der keine Ahnung hat, den man aber gut benutzen kann. Sag mal alles. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Warum bist du nicht ganz offen zu mir gekommen und hast gesagt, so oder so ist die Sache, willst du sie machen? Hättest du es gemacht? Was ist das überhaupt für eine Sache? Pläne, Verteidigung. Ich habe doch damit gar nichts zu tun. Du kommst einfach und sagst, diese Pläne sind schlecht, die anderen sind besser. Woher weißt du das? Wer will das überhaupt so genau wissen? Und selbst wenn du recht hast, was soll ich denn jetzt tun? Den Verräter spielen, der ich gar nicht bin? Was wird denn jetzt aus mir? Sie werden dich vor ein Kriegsgericht stellen und dich zum Tode verurteilen. Zum mich? Wenn du schweigst. Verlangst du das? Das kann man nicht verlangen. Oh, du verlangst es ja. Gerade mit diesen Worten, das ist eine ganz raffinierte Art, etwas zu verlangen. Ich muss die Entscheidung darüber in deine Hände legen. Musst du? Sie liegt, Onkel. Sie liegt in meinen Händen. Ich mache da nicht mit. Ich will nicht als Verbrecher sterben. Das ist euer Dreck. Kocht ihn euch alleine aus. Ihr habt bloß Angst um euren Hals. Ich würde alles darum geben, wenn ich an deiner Stelle sein könnte. Verzeih. Aber das ist so verrückt. Das ist völlig verrückt. Wenn ich dich richtig verstanden habe. Meinen Tod gegen den von Zehntausenden.
Das hast du doch gesagt, oder? Das beruhigt mich aber gar nicht, Onkel. Das beruhigt mich nicht im Entferntesten. Ich lebe nämlich sehr gerne. Und ich interessiere mich überhaupt nicht für Konflikte, die ich mir noch nicht einmal selber ausgesucht habe. Ich weiß, Oberst. Ich komme. Nun, Herr Hauptmann, nichts zu sagen? Lassen Sie mich in Ruhe. Herr General, es ist Besuch da, die Dame von Herrn Hauptmann. Erlauben, Herr General, eine Frage. Ist der Herr Hauptmann wirklich verhaftet? Ja. Wissen Sie, Herr General, unser einer guckt sich doch so einen Offizier genau an. Das muss ja auch sein. Das ist ja wie die Ecke, von wo das Wetter herkommt. Wenn ich was dazu sagen darf, der Herr Hauptmann ist wirklich hochanständig. Die fangen an, die falschen Leute zu verhaften. Verzeihung, Herr General, Sie werden mich nicht kennen. Ich möchte Sie nur etwas fragen. Was ist mit Hauptmann Fürstenwirt? Sie sind Yvonne? Ja. Der Hauptmann hat mir von Ihnen erzählt. Was ist mit ihm? Man hat ihn verhaftet. Das wissen Sie doch. Ist es... Gibt es eine Hoffnung? Was wird man mit ihm tun? Bitte sagen Sie mir die Wahrheit, ich muss es wissen. Warum müssen Sie das wissen? Sie sind Französin, Sie gehören der Widerstandsbewegung an. Was interessiert Sie das private Schicksal eines deutschen Offiziers? Ich liebe ihn. Werden Sie ihn zum Tode verurteilen? Mein Gott. Was kann man tun? Ich bin Französin. Ich gehöre, wie Sie sagen, der Widerstandsbewegung an. Und ich komme in das Haus eines deutschen Generals, nur um zu fragen, was man tun kann. Sie sind sein Onkel. Können Sie nichts für ihn tun? Gar nichts? Das habe ich nicht gewusst. Beantworten Sie mir doch meine Frage. Können Sie doch nicht einfach hier stehen und nichts tun. Ich kann es nicht. Er ist völlig ohne seine Schuld in diese Situation gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Ich weiß es. Ich kenne ihn. Ich kenne seinen Charakter. Diesem Menschen will man das Leben nehmen, für das er gerade irgendwie geschaffen ist und das gerade erst fängt an. Sie sind General. Sie haben doch Einfluss. Es gilt doch etwas, wenn Sie sich für ihn verwenden. Warum tun Sie es nicht? Ich kann nicht. Bitte gehen Sie. Gehen Sie schnell. Hat uns geholfen. Er hat François das Leben gerettet. Er ist kein Agent, dessen Leben uns gleichgültig sein kann. Ich würde ihm gerne helfen. Aber wie? Aus einem Militärgefängnis herausholen, das ist unmöglich. Wer einmal drin ist, kommt nicht mehr raus. Ich hätte nie gedacht, dass mich das Schicksal eines deutschen Offiziers interessieren würde, aber kann man wirklich nichts machen? Glauben Sie mir, Colonel, wenn es überhaupt möglich wäre, aus einem Militärgefängnis jemanden herauszuholen, wer hätte es schon gemacht. Herr General? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mich nicht stören, Klein. Jawohl, Herr General, aber Major Wedekind ist da. Verzeihung, Herr General, wenn ich störe, aber
Ich wollte nicht telefonieren. Der Hauptmann schweigt seit 14 Tagen jetzt. Sie kriegen kein Wort aus ihm heraus. Die Verhöre sind heute eingestellt worden. Sie haben ihn zum Tod verurteilt. Morgen früh wird das Urteil vollstreckt. Und noch etwas, Herr General. Nachricht aus dem Führerhauptquartier. Die Verteidigungspläne werden nur in Kleinigkeiten abgeändert. Die Grundkonzeption bleibt Verteidigung an der Küste. Also alles umsonst? Alles, was wir unternommen haben? Auch das Opfer des Hauptmanns. Hören Sie bitte, Kind. Wenn das so ist, dann kann ich nicht schweigen. Dann darf der Hauptmann nicht erschossen werden. Ich nehme alle Schuld auf mich und erkläre... Herr General, Sie werden ihn auf jeden Fall erschießen. Und mit ihm 20, 30, vielleicht 100 andere. Alle diejenigen, die unsere Hoffnungen treiben. Militärisch, wenn die Invasion kommt, und politisch, wenn endlich versucht wird, den Wahnsinn grundsätzlich zu ändern. Sie haben recht. Einen Moment habe ich versucht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber ich weiß, es geht nicht. General. Nein, halten Sie mich nicht zurück, Wedekind. Es gibt keinen anderen Weg. Gute Nacht, Major. Gute Nacht, General. Was wollen Sie, Herr Pfarrer? Mich trösten? Wenn Sie das vorhaben, geben Sie sich keine Mühe. Es wird Ihnen nicht gelingen. Ich bin nur hier, um Ihnen zu helfen. Ich kann reden, wenn Sie wollen. Ich kann aber auch nur zuhören. Zuhören wollen Sie? Bitte. An den Tod, Herr Pfarrer. Daran habe ich mich gewöhnt. Damit muss man sich abfinden, wenn man Soldat ist. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass man mich an die Wand stellt. Das nicht, weiß Gott nicht. Aber soll ich Ihnen sagen, was für ein Gefühl ich habe? Seit gestern? Seit ich weiß, dass ich nur noch einen Tag alt werde? Jetzt nur noch eine Stunde. Das Gefühl von etwas ungeheuer Verkehrtem. Alles. Total verkehrt. Dass es diesen Krieg gibt. Dass es überhaupt Kriege gibt. Was für eine nutzlose Vergeudung von Kraft und Leben. Dass wir uns in Uniformen stecken, dass wir Rangabzeichen tragen. Dass wir Spielregeln aufgestellt haben, nach denen wir festlegen, dies ist wichtig und dies ist nicht wichtig. Wie verkehrt, Herr Pfarrer. Was für ein ermüdendes, langweiliges Spiel. Das Spiel um ein paar Grenzen, die man verschieben möchte. Um Auffassungen, die man anderen aufzwingen will, um Macht. Macht. Immer dasselbe. Auf eine langweilige Weise. Immer dasselbe. Ein Zimmer mit verbrauchter Luft ist diese Welt wahr. Irgendwo müsste es ein Fenster geben, das man aufreißen kann. Irgendwo. Dass man Luft kriegt.
Nun, Herr Fürstenwert, nichts mehr zu sagen? Was ich Ihnen sagen könnte, verstehen Sie doch nicht. Was steht die denn da? Ich weiß nicht. Dabei ein Mädchen fällt dir immer gleich auf, was?